lustig, Herr Direktor, wir haben Permission. Wo, lieber Buff? In Salzburg. Ach, in Salzburg, dem Vaterlande des Hans Wurst. Och, nur keine Grillen. Seien Sie froh, dass wir irgendwo unterkommen. Wenn die Kunst nach Brot geht, muss es ihr gleich viel sein, welche Tür ihr offen steht. Es sind überdies noch Bedingungen dabei. Lauter lustige Stücke, Ballette und Opern müssen Sie geben. Und vom besten Gepräge, nicht wahr? Was kostet nicht schon eine gute Gesellschaft? Dann erst Ballette, Opern und dafür am Ende eine geringe Einnahme. Tja, da müssen Sie sich zu helfen wissen. Sehen Sie mehr auf die Zahl als auf die Güte der Leute. Die wohlfeilsten, die besten. Ihr erster Akteur muss Ihnen nicht mehr als wöchentlich 4 Taler und die erste Aktrice 2 Taler kosten. Hernach schicken Sie eine Ankündigung voraus und sagen darin, Sie brächten die stärkste und ausgesuchteste Gesellschaft mit, wie noch keine dort gewesen wäre. Was kann ich aber mit solchen Leuten aufführen? Die besten Stücke. 30, 40 Personen stark, worin ein Akteur den anderen vom Theater verjagt und der Zuschauer nicht Zeit hat, über irgendeine Szene nachzudenken. Das nennen Sie die besten Stücke? Ja, und mit Recht. Weil Sie das meiste Geld eintragen. Ich weiß wohl, was Sie sagen können, aber legen Sie die Hand aufs Herz und reden Sie die Wahrheit. Haben wir nicht gerade mit den Stücken, worüber am meisten geschimpft wurde, das meiste Geld eingenommen und bei jenen, die alle Welt für Meisterstücke hält, leere Bänke gehabt? Mit Nathan dem Weisen werden Sie das zweite Mal nicht so viel einnehmen, als die Lichter betragen. Den Graf Valtron aber können Sie 20 Mal geben und werden immer das Haus voll haben. Ergo? Ein Direkteur muss auf die Kasse sehen. Ergo, die schlechtesten Stücke die besten. Aber lieber Buff, der gute Geschmack geht ja auf die Art vollends zugrunde. Ich bitte Sie, bleiben Sie mit Ihrem guten Geschmack zu Hause. Er hat Sie beinahe an den Bettelstab gebracht. Es ist ein Hirngespinst, das den Kopf aber nicht den Beutel füllt. Die Leute führen ihn deshalb so häufig auf der Zunge, um ihn bei jeder Gelegenheit von sich zu geben, weil sie ihn nicht verdauen können. Den zu gründen gehört für große Herren, aber nicht für Privatleute. Das habe ich leider erfahren. Und damit Sie es nicht wieder erfahren, so machen Sie es wie andere. Hängen Sie ein prächtig Schild aus, mit Torten und Pasteten bemalt, und setzen Sie Speckknödel und Sauerkraut auf. Das heißt, betrügen Sie die Leute. Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Nun gut. Aber wenn ich Ihnen auch in Ansehung der Stücke recht lassen muss, so ist's doch ganz was anderes mit den Schauspielern. Die Gattung Leute, wie Sie mir raten anzunehmen, müssen überall für die Vortrefflichsten gelten, wenn Sie es nur anzustellen wissen. Ist ein Schauspieler, den die Leute nicht verstehen können und ihnen deshalb Vorwürfe machen, so sagen sie mit einer Weisheitsmine, er ist ein größerer Denker als Redner. Es steckt viel hinter dem Manne, daher gehört auch viel dazu, um ihn gehörig zu beurteilen. Von einem Sänger, der schlecht singt, sagen sie, er ist mehr Akteur als Sänger. Und von einem Tänzer, der rechte Bocksprünge macht, das ist der wahre Tanz der Alten, der durch unsere heutige Künstlerei völlig verloren gegangen, echte, reine Natur. Ehe die Leute sich für Dummköpfe halten lassen, glauben sie es ihnen aufs Wort und finden's am Ende selbst vortrefflich. Das ist wohl leicht geraten, aber nicht so leicht auszuführen. Ebenso leicht. Ei, ei, Herr Frank, Sie sind so lange beim Theater und wissen noch nicht, dass der größte Teil der Zuschauer nicht selbst urteilt, sondern nur einigen Aristarchen ängstlich aufs Maul sieht, um ihnen nachzubeten. Sobald wir hinkommen, so geben Sie 4 bis 5 Skriblern, frei Entree, alle Tage ein gutes Souper und bei der ersten Actrice Déjeuner. Die werden Ihnen aus dem elendesten Schneidergesellen einen Roscius, aus dem unartigsten Lümmel einen Garrick und aus dem ersten Kuchelmenschen eine Clairon machen. Der Haufe betet das nach und so haben Sie gewonnen Spiel. Lieber Herr Buff, was raten Sie mir? Das heißt sich ja seinen Beifall erkaufen. Klimpern gehört zum Handwerk. Auf diese Art ist schon mancher elende Scharlatan zum Kapitalisten geworden. Und Sie sind nach allen Regeln der Kunst und Rechtschaffenheit auf den Sand gekommen. Es sei, ich will den guten Geschmack, die Chimäre, wie Sie es nennen, an den Nagel hängen. Und die Rechtschaffenheit dazu. Aber wo bekomme ich Geld her, um anzufangen? Hier haben Sie einmal die Permission. Darauf nehmen Sie Geld auf und verschreiben die Einnahme. Aber wenn ich nun mit allen Kunstgriffen nichts einnehme? Es ist doch möglich, dass ich ein klüger Publikum fände, als ich vermute. Ah, Sie müssen aufs Glück mehr als auf die Möglichkeit rechnen. Das Glück ist eine Vormünderin der Dummheit. Und wenn Sie meinem Rat folgen, opfern Sie der Dummheit mehr als dem Verstande. Mithin haben Sie nichts zu fürchten. Ihr Diener, lieber Frank. Sie wundern sich, mich hier zu sehen. Ja, das glaube ich gern. Werden sich aber noch mehr wundern, wenn Sie hören werden, warum ich hier bin und Sie aufgesucht habe.
Ich muss gestehen, lieber Herr Eiler, Ihre Gegenwart macht mir so viel Neugierde als Freude. Sollen befriedigt werden. Sie wissen doch von meiner Verbindung mit Madame Pfeil. Ich weiß, was Sie sagen wollen, weiß auch, dass ich ein Narr bin. Aber Herr, wie ich klug werden soll, weiß ich nicht. Die Liebe kann man nicht so abwerfen wie ein paar übertragene Schuhe. Und eine Theaterliebe hat vollends viel Ähnliches mit dem ungarischen Fieber, was nichts als Zeit und Klima kurieren kann. Kurz, Madame hat mit ihrem eigensinnigen Köpfchen den guten Leiermann ruiniert, dass er seine Gesellschaft musste auseinandergehen lassen. Ich hätte sie freilich gern ohne Engagement unterhalten, aber sie will nun durchaus spielen. Sie merkt wohl, dass ihre Macht über die Herzen nur vom Theater herab wirkt. Mithin kriege ich seit der Zeit keine gute Miene. Und um ihr nur die Hand küssen zu dürfen, muss ich zuvor erst eine Theaterszene mit ihr spielen. Ich habe mich schon halb dumm gelernt, kann schon aus jedem ihrer Stücke die Hauptszenen mit ihr spielen. Und wenn sie nicht bald Engagement bekommt, kann ich das ganze Repertoire auswendig. Alle Direkteurs, an die ich geschrieben, haben mir abschlägige Antwort gegeben. Ich weiß mir also nicht mehr zu raten. Zum Glück erfuhr ich, dass Sie wieder eine Gesellschaft errichten wollen. Ich bitte Sie also, nehmen Sie sie an. Ich will Sie mit Geld unterstützen, so viel Sie brauchen. Eine treffliche Gelegenheit, greifen Sie zu. Lieber Herr Eiler, ich errichte nur eine kleine Gesellschaft. Und dabei würde mir Madame Pfeil zu teuer sein. Ich will Ihnen die Gage für Sie zahlen und obendrein 1.000 Dukaten auf 3 bis 4 Jahre ohne Interessen leihen. Nehmen Sie sie nur an, damit ich nicht mehr auswendig lernen darf und andere statt mir die Theaterszenen mit ihr spielen. Jetzt besinnen Sie sich keinen Augenblick. Aber lieber Buff, es bleibt mir ja keine Aktrice neben ihr. Unsere 2 Taler-Aktrisen werden schon neben ihr bleiben. Nun, Herr Frank, Sie stehen noch an. Geschwind, entschließen Sie sich, ich höre Sie schon kommen. Wie, Herr Frank? Sie hören, dass die große Madame Pfeil hier ist und kommen nicht zu mir? Suchen mich nicht auf? Eben war er im Begriff, zu Ihnen zu gehen. Die steckt uns alle in Pantoffel. Nun, haben Sie es ihm schon gesagt? Sie sind in misslichen Umständen, Herr Frank. Ich will Sie herausreißen, will mich bei Ihnen engagieren. Aber alle ersten Rollen, von der Soubrette bis zur Königin, muss ich bekommen. Was geben Sie mir Gage? Madame... 10 Taler die Woche. Was? Der großen Pfeil nur 10 Taler? Herr, man sieht, dass Sie Ihren Vorteil nicht verstehen. Darum sind Sie auch zugrunde gegangen. Für meinen Namen allein sollten Sie 10 Taler geben. Madame, ich habe alle Achtung für Ihre Verdienste. Aber meine Umstände erlauben mir überhaupt nicht... Ich bitte Sie um alles in der Welt. Nehmen Sie sie an. Mehr als 12 Taler kann er Ihnen wahrhaftig nicht geben. Ich mag Sie gar nicht. Sie müssen die Ehre, dass Sie die ganze Gesellschaft in Leben und Tätigkeit erhalten und berühmt machen werden, in Anschlag bringen. Jawohl, berühmt. Nun gut, aus Barmherzigkeit sollen Sie mich für 12 Taler haben. Von meinen Talenten werden Sie keinen Beweis fordern, das bin ich überzeugt. Aber Sie sollen sehen, wie weit ich's im Unterrichten gebracht habe. Sie werden erstaunen, was Herr Eiler unter meinen Händen für ein Akteur geworden. Kommen Sie, wir wollen die Szene aus dem aufgehetzten Ehemann spielen. Sehen Sie wohl, da muss ich schon wieder spielen. Ich will soufflieren. Oh, ich habe Sie so oft spielen müssen, dass ich keinen Souffleur brauche. Nun, wird's bald. Gleich, gleich. Nun will ich meines Freundes Lehren in Ausübung bringen. Wenn ich nur den Ton recht treffe. Ich will anfangs gar nicht tun, als ob ich sie sähe. Wenn sie aber jetzt käme, wahrhaftig, das verrückte mir mein ganzes Konzept. Nun, wozu brauchen Sie mich, Sir Harry? Ich Sie brauchen? Ich wüsste nicht, wozu Sie in Ihrem Leben Nutz gewesen wären. Sie ließen mir ja den Augenblick sagen, Sie hätten was Notwendiges mit mir zu sprechen. Sonst wäre ich wahrhaftig nicht so bald gekommen. Ich glaube, mein Seel, ich fange das Ding unrecht an. Es hätte alles wie von ungefähr kommen sollen. Was, Henker, soll ich ihr nun sagen? Wie gefällt dir mein neues Kleid, Schatz? Macht's nicht rechten Staat? Weiter hast du mir nichts zu sagen. Nicht von der Stelle, bis Sie meine Frage beantwortet haben, höflich oder unhöflich, wie es Ihnen beliebt. Ich bin auf beides gefasst. Wollen Sie etwa mit diesen Grimassen Ihr Betragen von heute früh wieder gut machen? Ihr Götter schenktet mir ein Weib aus großer Gunst zum Zeitvertreib. Wissen Sie wohl, dass ich nicht Lust habe, eine solche Begegnung länger zu ertragen und mich wie einen Handschuh aus- und anziehen zu lassen? Reden Sie mit mir, Madame. Mit wem sonst? Wahrhaftig, Kind. Ich wusste nicht, dass du im Zimmer wärst. Wahrhaftig, Kind, das ist eine lächerliche Affektation. Nun fängt's an zu operieren, wenn ich nur kalt bleiben kann. Doch wenn zu einem größern Glück sie eure Gnade will erheben, gehorch ich gern. Nehmt sie zurück, ich hoffe, ohne sie zu leben. Abgeschmackt. Ohne sie zu leben, ohne sie zu leben. Einfältig. Ja, Madame. Ja, mein Herr, ja.
In Ihr Zimmer sogleich, den Augenblick. Und lassen Sie sich das ein für allemal gesagt sein, nicht wieder in das Zimmer zu kommen, wo ich mich anziehe. Eines Mannes ernsthafte Stunden müssen nicht durch weibliche Unverschämtheiten gestört werden. Eines Mannes? Solche freche Mienen schicken sich gar nicht für Sie, Madame. Aber so ein albernes Ding ist meines männlichen Zorns unwert. Gehen Sie mit Ihrem Spielwerk, ich will allein sein. Jetzt bleibe ich Ihnen zum Trotz da. Soll ich Sie den Gehorsam lehren, den eine Frau den Befehlen Ihres Mannes schuldig ist? Mannes? Der Himmel behüte jede Frau vor so einem Manne. Ein Federball schickt sich besser für Sie als eine Frau. Und erlauben mir eure Naseweisheit Ihnen zu sagen, eine Puppe schickt sich besser für Sie als ein Mann. Da haben Sie es wieder. Sie bleiben doch zeitlebens ein Fratz. Und Sie zeitlebens eine Närrin, Frau Schnips. So bin ich gerade die rechte Gesellschaft für Sie. Tschu, 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 tschu. Außerordentlich artig. Wo haben Sie gesehen, dass ein Mann seiner Frau so begegnet? Wo haben Sie gesehen, dass eine Frau ihrem Manne so begegnet? Der Henker hole mich, man täte besser, man würde ein Galeerensklave, als dass man sich so ein einfältig Ding an den Hals hängt, das zu nichts nütze ist, als ein Schnupftuch zu säumen. Und wahrhaftig, eine Frau täte besser, sie würde eine Bänkelsängerin, als dass sie sich einen solchen Laffen auf den Hals ladet, der zeitlebens das Schulbuch auf dem Rücken tragen sollte. Oh, es geschieht mir ganz recht. Mir auch. Ich hätte bedenken sollen, dass man einen Mann so wenig nach dem Augenmaß beurteilen kann als einen Schuh. Diesen muss man erst anprobieren, jenen kennenlernen. Und ich hätte nicht so einen schlechten Geschmack haben und meine Frau in der Maske wählen sollen. Wie? Sie haben mich in der Maske gewählt? Ja, und noch dazu in der gefährlichsten von der Welt. Die ist? Das bloße Gesicht. Mein Gesicht wäre eine Maske? Nein, so lasse ich mich nicht schimpfen. Ich will's meinem Papa sagen. So hat er noch nie mit mir gesprochen. Er muss von jemandem aufgehetzt sein. Oh. So recht? Weinen Sie sich hübsch die Augen rot, damit Ihnen jedermann ansieht, dass Sie vor Ihrem Mann im Gericht gestanden und Sie hübsch über ihn klagen können, wie ein kleines Kind. Unartiger Mann, habe ich solch eine Begegnung verdient? Jetzt weiß ich mir nicht zu raten. Wenn doch Itzlord Medway da wäre, für Tränen hat er mir keine Lektion gegeben. Ich opferte ihm alle Männer auf und noch... Das ist mein Dank. Ein verdammter Pfeil. Der greift ein. Das fällt mir so verteufelt angenehm aufs Herz, dass ich meine ganze Lektion vergesse. Ich will ihn nun aber auch herausreißen aus meinem Herzen. Nein, 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 das will ich nicht. Das will auch Lord Medway nicht. Ich muss einlenken. Wenn ich nur wüsste, wie. Hilf, Himmel, wie barbarisch ist dein Kopf aufgesetzt. Ich will nachgeben. Vielleicht komme ich dahinter, wer ihn gegen mich verhetzt hat. Du siehst wie 10 Furien aus auf Ehre, eine wahre Meduse. Die Frisur gefällt dir also nicht. So will ich morgen meinem Friseur abdanken. So steht er dir gewiss selber nicht mehr an. Denn mein Urteil hat sonst eben nicht das Glück, dir sehr zu gefallen. Ich versichere dich, ich glaube, die Frisur steht sehr gut. Wenn ich also den Friseur abschaffe, tue ich's bloß dir zu gefallen. Ich glaube, ich werfe mit meinem Projekt um. Standhaft. Ich kann mir's einbilden. Das ist dein einziges Dichten und Trachten. Wahrhaftig, mein Schatz, das wird es sein, wenn du mir's nur erlauben wolltest. Liebstes Weib, sag das noch einmal, es klingt gar zu gut. Wenn's auch nicht wahr ist. Auf Ehre, mein Schatz. Ich wünsche mit meinem Putz niemanden lieber zu gefallen als dir. Was für ein verhenkert angenehmes Geschöpf wären Sie, wenn Sie immer bei der Laune blieben. Das wird nur auf Sie ankommen, mein unartiger Engel. Nun, ich will wahrhaftig diese Freude so lange zu erhalten suchen, als sie sich nur will halten lassen. Ich will wenigstens nie wieder mit dir zanken. Gewiss. Auf Ehre. Auch ich nicht mit dir, so wahr ich lebe. Wollen wir uns auch lieben? Unaussprechlich. Top. Ich will an allem, was du tust, nichts aussetzen. Und ich nichts an allem, was du sagst. Ich will dir nichts widersprechen. Und ich dir in allem Recht geben. Oh, du allerliebstes kleines Herz, du. Oh, du allerliebster kleiner Schelm, du. Warum haben wir uns denn gezankt, mein Engel? Das musst du wissen, mein Schatz. Ja, ich weiß wohl. Lord Medway bedauerte mich immer so. Weswegen? Dass ich dich geheiratet hätte. Im Ernst? Auf mein Wort. Der Verräter. Mit mir machte er es ebenso und sagte, du wärst mich nicht wert. Der Bösewicht. Und trug mir seine Liebe an. Der Treulose. Hör, mein Kind. Komm in mein Kabinett. Wir wollen uns rächen und ihm ein Billett schreiben. Ja, das wollen wir. Nun, was sagen Sie? Ihr Schüler macht Ihnen Ehre. Gezankt haben Sie ganz unvergleichlich, Madame. Und die Liebhaberin? Davon haben wir in Herrn Eiler den besten Beweis. Madame Krone. Kommt die Prinzessin auch? Wir wollen gehen. Auf Wiedersehen, Herr Frank. Öffnen Sie nur Ihr Theater bald, damit ich ja nicht mehr die Liebhaberrolle spielen darf. Beste Madame Krone, was führt Sie zu mir? Der Ruf, dass Sie eine neue Gesellschaft errichten wollen. Ich hoffe, Sie werden mir doch Engagement geben. Sie wissen, dass ich in der hohen Tragödie meinesgleichen suche. Die ist nichts für uns.
Zaire, Alsir, Rodogyn, Kleopatra und dergleichen sind Eigentumsrollen von mir. Oh, beste Madame Krone, damit ist's vorbei. Corneille, Racine, Voltaire, diese Väter der echten Tragödie sind hinter den Ofen geworfen. Und ihre Stücke, die wahren Probiersteine tragischer Schauspieler, für unbrauchbar erklärt. Der Shakespeareismus hat uns ergriffen. Und Helden und Staatsaktionen sind die Produkte, womit wir jetzt paradieren. Ein Trauerspiel ohne Lustigmacher, ohne Tollhausnarren, Donnerwetter und Gespenster wird für fades Gewäsch erklärt. Die Zuschauer gähnen und die Kasse bleibt leer. Ja, ja, das haben wir alles erfahren. Ich als lustiger Bedienter habe eine Schellenkappe aufsetzen, mich als Pickelhering kleiden und die Tragödie aufrechthalten müssen. Schicken Sie die tragische Prinzessin fort. Das weiß ich leider alles. Aber Sie hoffte ich nicht so sprechen zu hören, Herr Frank. Ich glaube, es kommt immer auf den Direkteur an, sein Publikum zu haben, wie er will. Gewöhnt er es an gute Sachen, wird es nichts Schlechtes verlangen. Nur muss er ihm nichts auftragen, woran es sich den Geschmack verderben kann. Lieber eine Zeit lang lavieren. Und nichts geben, was ihm Geld bringt? So muss er desto geschwinder aufhören. Wie die Sache liegt, haben Sie dem Schein nach recht. Aber wer ist schuld daran? Eben Sie und Ihre Kollegen. Denn wären die lustigen Bedienten aus dem Trauerspiel geblieben, so wäre es noch in seinem alten Wert. Doch ich will mich mit Ihnen in keinen Wortwechsel einlassen. Herr Frank, ich habe einen der besten tragischen Schauspieler bei mir. Es ist Herr Herz. Wir wollen Ihnen eine Szene aus Bianca Capello spielen. Urteilen Sie dann, ob es nicht möglich wäre, die reine Empfindung auf dem Theater wieder geltend zu machen. Mich freut es recht sehr, Sie kennenzulernen. Ich habe viel Rühmliches von Ihnen gehört. Ich wünsche nur, dass Sie es auch finden. Wir wollen's versuchen. Ich bin Bianca Capello, Sie Bonaventuri. Warum so äußerst ernsthaft, wohl gar traurig, liebe Bianca? Ich denke diesem Abend nach. Diesem Abend? Oh, es ist eine feierliche Nacht, Bonaventuri, diese heutige Nacht. Nicht sowohl ihrer selbst willen, sie müsste es denn noch werden, als vielmehr ihres Andenkens halber. Ich verstehe dich nicht, liebstes Weibchen. Was mir weh genug tut. Man vergisst seinen oder eines Freundes Geburtstag nicht leicht. Und sie war einst die Geburtsnacht unserer ehelichen Verbindung. So? 2 Jahre nun, dass ich mit einem Schauder, der alle Gebeine durchbebte, bei der Rückkehr unserer zärtlichen Unterredung die väterliche Haustür verschlossen fand, umkehrte. Und du weißt's ja, in wessen Arme flog. Was dich doch hoffentlich jetzt nicht reut. Und auch wohl nicht reuen darf. Nicht wahr, Bonaventuri, du liebst mich noch? Wie das Bianca fragen kann. Wenigstens kann sie fragen, ob noch so rein, so heiß wie damals? So rein und heiß. Und so einzig? Nein, Bonaventuri, verbirg deine Verlegenheit nicht länger. Ein Fehlender ist mehr noch als ein Heuchler wert. Einzig? Dies Wort also vermagst du nicht zu wiederholen. Jene vorigen erzwangst du noch. Erzwang? Fehler? Gewiss, Bianca, ich weiß nicht, wie ich zu diesem Vorwurf komme. Bonaventuri, unsere Liebe ist nicht mehr ganz, wie sie ehemals war, nicht mehr so wechselseitig. Wenigstens auf meiner Seite. Lieber, sprich diese Unwahrheit nicht aus. Ich hasse jeden Mund, welcher lügt, und den deinigen möchte ich gern ewig lieben und achten zugleich. Sieh, schon wirst du bald rot, bald bleich, schon stammelst du und stockst. Und doch habe ich das Wort noch nicht einmal ausgesprochen, was weit mehr deine Farbe wechseln und dich stammeln machen könnte. Welches Wort? Cassandra Bongiani. Cassandra? Was soll das? Was meinst du mit ihr? Du wolltest es und meine Vorherverkündigung ist eingetroffen. Nein, Bianca. Die Röte, die du mir vorwirfst und die ich selbst gar wohl fühle, ist nicht von Scham, sondern von dem Erstaunen erzeugt, dass meine sonst so billig denkende Gattin endlich auch ein Märchen glauben kann, das bloß müßige Pagen und Jagdjunker sich an irgendeinem Regentage ausgedacht haben. Leute, welche glauben, man sei verliebt in jede Dame, mit der man etwa 2-mal auf einem Balle tanzt oder über einen anderen Tag je zuweilen 20 Worte spricht. Und du beharrst auf deinem Leugnen? Warnung auf Warnung erschüttert dich nicht? Damit bei längeren Umschweifen nicht stärkere Schuld des Trugs über dein Haupt komme, so schau her. Wessen ist die Siegel? Das meinige. Und die Hand dieser Aufschrift?
wenn es der verloren gegangene Brief die Ursache von schon mancher meiner Sorgen wäre. Es scheint meine Hand zu sein. Und ist es. Ist da ein Brief an ein Weib, mit dem nur müßige Pagen und Jagdjunker dich ins Gerede bringen? Bonaventuri, bei dem Allwissenden. Nicht meine Mühe, nicht List der Eifersucht verschaffte mir diesen Brief. Bloß der Hass deiner Feinde brachte ihn in meine Hände und ich gebe ihn dir wieder, wie ich ihn empfing. Ich dürfte das Siegel nur erbrechen und ich hätte dann sichere Beweise deiner Untreue, tausendfältig. Aber nein. Wie? Götter. Bianca. Ist's möglich, dies Siegel? Nun ja, ist ganz. Bianca, Weib ohnegleichen. Engel, der durch Scham mich niederwirft. Oh, wüsstest du, was dieser Brief enthält? Welche Vorschläge, welche Hirngespinste. Mag ich sie doch nicht wissen. Besser freilich, dies Schreiben wäre nie geschrieben, aber da es dies einmal ist, so vergeh es so. Edelstes Weib auf Gottes weiter Erde. Nein, ich bin es nicht wert, dich zu berühren. Nicht wert, ach, nicht wert einmal den Saum dieser Gewänder. Bonaventuri, Mann, steh auf. Fliegst du nur anders, mit inniger Reue, mit verjüngter Zärtlichkeit in meine Arme, oh, so haben diese Arme nie dich zärtlicher umschlungen. Böser, lieber, böser Mann, wie viel opfert dich dir nicht auf? Jawohl, viel. Vaterland, Eltern, Wohlstand, Rang und Sicherheit gabst du hin, um Verbannung, Elend und Niedrigkeit mit mir zu teilen. Und ich, guter Bonaventuri, alles, was du soeben nanntest, klingt freilich rau, ertrug sich freilich ehemals hart, aber doch war es mir nicht so schwer wie mein jetziges Los. Was von nun an dir keinen weiteren Stoff zu Klag und Kummer geben soll. Nicht? Weißt du das so gewiss? Kennst du meine ganze Lage? Wie? Sollte ich sie nicht kennen? Welch ein Geheimnis verschließt Bianca noch vor mir? Das Peinlichste, das sie jemals hatte. Ja, Bonaventuri, es ist unumgänglich nötig, dass ich endlich einen Schleier dir vom Auge reiße, bei dem ich es kaum begreife, wie er nicht schon längst dir von selbst entsank. Oder wäre es vielleicht schon geschehen? Und du hättest nur aus Kaltsinn oder Staatsklugheit geschwiegen? Schande. Unauslöschliche Schande über dir, wenn dem so wäre. Bei Gott, ich verstehe dich nicht. Das erste, das einzige Mal, dass eine Blindheit von dir mir lieb ist, wenigstens lieber als ein vorsätzliches Übersehen. So wisse dann. Eben die geringfügigen Reize, die einst das Glück, dich zu besiegen hatten, haben auch schon seit geraumer Zeit das Unglück gehabt, die Begierden unseres Herzogs zu reizen. Der Herzog liebt dich. Wenigstens spricht er so. Zwar. Wer müsste dich nicht lieben, Engel in Weibsgestalt? Er dich lieben, dich, wie so natürlich und doch wie so schrecklich für mich. Ach, nun begreife ich alles. Nur das nicht, dass ich nicht eher begriff. Aber woher weißt du es? Von ihm selbst? Von ihm selbst. Lies diesen Brief. In ihm, wie du siehst, beut er alles auf, was er für fähig hält, meine Tugend zu erschüttern. Lässt mir von allem die Wahl, sobald ich ihn zu wählen mich entschließe. Wahl, ob ich verstohlener Liebe frönen oder als erklärte Günstlinge mit meiner Schande prahlen wolle. Der Arme, er ahnet nicht das Blut einer venezianischen Edeltochter, nicht das Blut einer Capello in mir. Auch stellt das ganz auf meinen Ausspruch, ob er dich höher heben oder tiefer stürzen soll, als du jemals standest. Ob ich die Buhlschaft mit Kassandern an dir bestrafen oder nur durch Gleiche mit ihm vergelten wolle. Dies ist ein Brief, den ich vorgestern erhielt. Begreifst du nun, warum ich gestern bei seinem Jagdmahle durchaus mich zu erscheinen weigerte? Warum er deinem eigenen Ausdrucke nach sich so zweideutig gegen dich betrug? Begreifst du es nun? Ach, ich begreife nur allzu viel. Gleiche ganz dem Unglücklichen, den unbekannte Räuber mit verbundenen Augen in ihre Mörderhöhle geschleppt haben und dem jetzt eine mitleidige Hand den Verband wegnimmt. Er sieht zwar nun wieder, aber was er sieht, sind Bilder des Schreckens. So will ich dir von einer anderen Seite her die reizenden Aussichten einer sicheren, sich genügsamen Liebe zeigen. Bonaventuri, Mann meines Herzens, gedenk an jene Zeiten unserer Armut. Waren sie trotz unserer Armut nicht die Zeiten unseres Glücks? Spendete nicht eben damals das Schicksal gegen uns seine größten Schätze, da es mit uns zu kargen schien? O lieber wir allein können reich und arm, beglückt und unbeglückt uns machen. Machen, dass uns eine Hütte zur Welt und eine Welt zur Hütte wird. Lass uns jenes tun, da es noch hoch am Tage ist. Und wie dies anfangen? Kurzsichtiger,
Fragst du noch? Wir flohen aus Venedig über hohe Gebirge ohne Geld und Schutz, als wir Verfolgung besorgten. Müssen wir denn nun hier bleiben, wo sie wirklich schon da ist? Meine Teure, weder die Furcht der Armut noch selbst des Todes soll mich von einer Flucht an deiner Seite abhalten. Aber nur eine Furcht, die Furcht der Schande, wünschte ich nicht mitzunehmen. Und eben ihretwegen glaube ich, dass wir nicht ganz so eilen können, wie wir wünschen. Welcher Schande? Du weißt, dass des Herzogs anscheinende Großmut mir eine Menge Geschäfte von größter Wichtigkeit anvertraut hat. Itzt fliehen, ehe sie vollendet worden, schiene treulos gehandelt, gäbe unseren Feinden ein zweischneidiges Schwert in die Hand. Schiene treulos gehandelt. Und warten, bis sie geendet, scheint sehr unklug oder vielleicht sehr unmöglich. Ich bürge für meine Standhaftigkeit. Aber, Mann mit der wachsweichen Seele, wer bürgt dir für dich selbst? Liebstes, teuerstes Weibchen, wohin? Lass mich auf einige Minuten allein. Du kennst die Art meines Grams. Auch habe ich dir ja wohl Stoff genug zur Unterhaltung mit dir selbst gegeben. Vortrefflich! Jawohl, Madame, sind solche Schauspieler fähig, die reine Empfindung auf dem Theater wieder geltend zu machen. Wollen Sie bei mir bleiben? Auch Sie, Herr Herz, so schätze ich mich glücklich. Aber mehr als 14 Taler die Woche kann ich jedem von Ihnen nicht geben. Vollkommen zufrieden. Die Art, mit der Sie solche anbieten, ist hinlänglicher Ersatz. Herr Frank, da haben Sie einen dummen Streich gemacht. Die Leute wollen lachen, nicht ächzen. Es gibt auch welche, die noch Herzen haben. Ah, Madame Vogelsang. Willkommen, willkommen. Eben recht. Wollen Sie Engagement haben? Deswegen komme ich her. Ich höre, dass Herr Frank... Herr Frank, da machen Sie eine Akquisition. Wenn Madame Krone das Publikum mit lauter Empfindungen eingewiegt hat, weckt die es wieder auf. Ich will Ihnen gleich eine Probe machen. Madame, wissen Sie noch die Szene aus der galanten Bäuerin, die wir so oft zusammen gespielt haben? Was sollte ich nicht? Es ist ja eine meiner Lieblingsszenen. Meine Hauptszene ist ja auf mich geschrieben worden. Nun, so bitten wir um Platz. Guten Morgen, Röschen. Wohin so früh? In die Stadt. Und so geputzt? Es hat seine Ursachen. Ei, was denn für welche? Musst du es denn wissen? Ja, das versteht sich. Als dein zukünftiger Mann? Ja, da ist noch eine gute Weile hin. Sogar lange ist's doch eben nicht bis zum Herbst. Mein guter Michel, deine heurige Fexung wirst du wohl noch ohne mich verzehren. So. Ei, wie käme denn das? Ja, schau, mein lieber Michel, man muss weiter hinausdenken als auf heute und morgen. Ich hab nichts und du hast nicht viel. Was kommt da heraus? 17 Jahre bin ich auch erst alt. Und wenn man gar so jung heiratet, wird man gar geschwind alt. Hab ich gehört. So, so. Es ist also besser, wir lassen es noch stehen. Kurios. Wie kommt dir denn das auf einmal in den Kopf? Ganz natürlich. Wenn man ein wenig weiter geguckt hat als in seine Schüssel, so sieht man ja, dass das Geld heutzutage das notwendigste Hausgeräte ist. Und wenn man das nun nicht hat, so muss man sich doch erst darum umsehen. Meinst du? Gehst du etwa deswegen in die Stadt? Gerade deswegen. Ich will mein Glück probieren. Nun, und wie willst du denn das anstellen? Sag einem doch auch ein bisschen was. Vielleicht lernt man noch ein und anders. Du darfst weiter nicht spitzig tun. Es hat alles seine gute Richtigkeit. Schau, da habe ich einen Korb Äpfel. Ja, das sehe ich. Nun? Der muss machen, dass ich noch einmal mit Kutsch und Pferden fahre. Bist gestern gewiss zu viel in der Sonne gestanden. Gar nicht, Herr Michel. Nun, die Äpfel trage ich zu der alten Anne Bruder, der ist fürstlicher Gärtner. Und der wird dir so viel dafür geben, dass... Plump mir nur nicht drein. Da habe ich auch ein Briefchen an ihn, wo sie mich ihm rekommandiert, damit er mich bei sich behält. Der hat nun das ganze Jahr hindurch eine Menge Pomeranzen und Pfirsiche. Er gibt mir also alle Tage einen Körbel voll zu verkaufen. Die trage ich in der Frühe aus, in die Kanzleien, auf die Reitschule und was mir noch übrig bleibt, gegen Mittag zu den vornehmen Herren, wenn sie Ballen spielen. Nun, mit einem hübschen Mädel handeln solche Leute nicht. Jeder gibt mir, was ich fordere, mancher schenkt mir wohl gar noch was dazu. Da kann ich mir also leicht in einem Vormittag ein paar Gulden verdienen. Nur manchmal auch mehr, nachdem du eine Kundschaft triffst. Rümpf du nur die Nase. Ich weiß schon, was ich zu tun habe. Wenn mir einer sagt, ich soll ihm Pomeranzen ins Haus bringen, so verspreche ich es ihm wohl,
weil er mir desto mehr zahlt. Aber ich find's Haus nicht. Und so behalte ich lange eine gute Kundschaft an. Schau, schau. Freilich, bei Handel und Wandel kommt viel auf die Kundschaften an. Nur weiter. Das geschieht nun alles Vormittag. Nachmittag lerne ich nähen und Putz machen und frisieren. In einem Jahr bin ich fertig. Da lege ich dann mein Bauerngewandel ab, kleid mich nach der Mode und komme zu einer Gräfin als Kammerjungfer. Potztausend, wie geschwind! Du darfst gar nicht zweifeln. Ein hübsch Gesicht wird überall rekommandiert. Und da fährst du also mit Kutsch und Pferden. Richtig mit der Bagage, wenn die Herrschaft auf die Güter fährt. Nein, Herr Michel. Ich sitze bei der Gräfin in der Kutsche. Das ist aber alles noch nicht, was ich meine. Nicht? Hören wir also weiter. Nun hat mich gleich alles im Haus zum Fressen lieb. Der junge Graf streicht mir erschrecklich nach, aber den lasse ich ablaufen, damit ich's mit der alten Gräfin nicht verderbe. Eine gute Ursache. Aber mit dem Hofmeister von der jungen Herrschaft gebe ich's ein bisschen gelinder. Der kann Musik und lehrt mich singen. Damit ich also seine Kundschaft nicht verliere, lasse ich ihn hoffen, dass ich ihn heiraten werde. Wieder nur wegen der Kundschaft. In 2 Jahren kann ich singen wie eine Nachtigall. Da komme ich auf die Komödie als Sängerin und krieg's ja 1000 Dukaten. Auf die Komödie, oh liebes Röschen, was fängst du an? Weißt du nicht, dass die Leute nicht selig werden? Von alters Wohl. Aber nach der neuen Einrichtung kommen sie so gut in den Himmel als der Schulmeister. Ich hab noch keinen dort gesehen. Das glaub ich. Du bist ja auch noch nicht dort gewesen. Nun ist's gar aus. Jetzt verliebt sich die ganze Welt in mich. Ich schick aber alle spazieren. Ich weiß schon, auf wen ich warte. Auf wen denn? Auf einen alten Kavalier. Den lasse ich mir an die linke Hand antrauen. In einem Monat stirbt er und vermacht mir eine Herrschaft, die mir des Jahres 100.000 Gulden einträgt. Ach, Röschen, Herzensröschen, mach mich doch hernach zum Verwalter. Ihr? Könnt ja nicht schreiben, guter Freund. Ach, liebe gnädige Frau, ich werd's schon lernen, wenn ich nur einmal Verwalter bin. Und mit Ihrem Manne werden Sie's ja auch nicht so genau nehmen. Grober Knopf! Wisst ihr, wen ihr vor euch habt? Potztausend Sapperment! Tust du doch, als ob du schon eine Dame wärst. Geld? Ich weiß, mich dreinzuschicken. Ja, ja. Wenn nur der Kavalier schon gestorben das wäre. Das geht alles, wie ich gesagt habe. Nun, was sagst du? Ist das nicht klug ausgedacht? Ja, wenn's nur alles so ginge. Aber sag mir nur, Röschen, denn itzt bist du doch noch keine Dame. Woher hast du denn das Zeug alles? Von der alten Anne. Du weißt, die hat viel gesehen, da hat sie mir denn immer so erzählt und ich hab mir das so zusammenbuchstabiert. Schau, Röse, ich hätte nichts dagegen, aber wenn nun alles so ginge, wie du sagst, wie käm denn ich hernach an dich? Das will ich dir gleich sagen. Du gehst itzt mit mir in die Stadt. Annens Bruder muss dich in ein großes Haus als Kucheltrager bringen. Tragen kannst du, das weiß ich. Nun, da lernst du daneben schreiben und lesen. In ein paar Jahren wirst du Kuchelinspektor. Nun legst du dir was auf die Seite, hernach wirfst du irgendeinem Hofrat was ins Maul, der bringt dich zu einer recht großen Herrschaft als Hofmeister. Itzt hast du schon gewonnen. Denn in der Zeit bin ich schon auf der Komödie. Ich gebe dir meine Übrigtes, du legst deine Sporteln dazu und leist aus. 20 vom 100, sagt die alte Anne, wäre immer noch christlich. Das häuft sich nun von Tag zu Tag. Endlich braucht dein Graf 50.000 Gulden. Die leist du ihm und er verschreibt dir seine Herrschaft. Du gibst ihm jährlich 10.000 Gulden und wenn er stirbt, gehört alles dein. Itzt ist gerade mein Kavalier auch gestorben. Du wirst ein Herr von und wir heiraten uns. Ach, Ruben Fickerment. Ich ein Herr von. Nun, Röse, du sollst sehen, wie ich mich patzen will. Ich will dir gewiss meinen Herrn von vorstellen, trotz einem. Da hast meine Hand drauf. Ich gehe mit dir, verkaufe meine Wirtschaft und werd ein Kucheltrager. Aber Michel, dass du nur gescheit bist. Das erste Jahr können wir noch zusammenkommen, aber hernach müssen wir tun, als ob wir uns nicht kennten. Was? Ich sollte dich nicht sehen? Nur heimlich. Das werden wir schon ausmachen. Bis du Herr von bist und ich Witwe, hernach geht's schon. Und was unterdessen vorfällt? Nun geht eins mit dem anderen auf. Nun, Herr Frank? Mit außerordentlich viel Natur. Also werden Sie mir doch Engagement geben? Können Sie noch fragen? Nun, ich will billig sein. 18 Taler die Woche. Madame, recht gern. Was? Und ich soll mit 14 Talern zufrieden sein? Madame, Sie werden erlauben. Es ist immer schwerer, das Publikum mit Anstand lachen zu machen, als Tränen zu erregen. Überdas ist auch eine komische Aktrice immer brauchbarer als eine bloß tragische. Ich habe noch einen Vorzug.
Ich habe einen Mann, der singen kann. Und ich eine Frau, die singt. Ich will meinen Mann gleich holen. Und ich meine Frau. Nein, das heißt die Kunst zu weit herabsetzen. Warten Sie doch, Madame. Nicht einen Augenblick. Da haben wir's. Die Gesellschaft ist noch nicht beisammen und die Uneinigkeit herrscht schon in vollem Maß. Warum sind Sie mit der Gage gestiegen? Sie treiben sie doch auf 20 Taler hinauf, wenn Sie nicht festhalten. Hier habe ich das Vergnügen, Herr Frank, Ihnen meine Frau vorzustellen. Sie ist bereit, Ihnen mit einer kleinen Arie eine Probe Ihrer Stimme zu geben. Sie werden mir ein außerordentliches Vergnügen machen. Thank you.
Göttlich, unvergleichlich. Ich bin Ihnen für das Vergnügen unendlich verbunden, Madame. Um Vergebung, Herr Frank. Sie bewundern zu lebhaft. Ich mag das nicht gern leiden. Sie sind also mit dem Talent meiner Frau zufrieden? Wer würde das nicht sein? Nun denn, so werden Sie auch unsere Forderung nicht zu hoch finden. Sie geben meiner Frau 16 Taler die Woche und mir, weil ich schon eingegangen bin, 14. Recht gerne. Wir steigen. Ihre Dienerin, Herr Frank. Sie errichten, wie ich höre, eine deutsche Oper. Ich will mich also bei Ihnen als Sängerin melden. Ich bin Mademoiselle Silberklang. Sie müssen mich ohne Zweifel per Renommee kennen. Weil der Ruf aber oft betrüglich ist, so will ich Ihnen ein kleines Rondeau singen, damit Sie selbst urteilen können. Zwei so vortreffliche Sängerinnen müssen meiner Gesellschaft einen besonderen Wert geben. Wenn Sie um 16 Taler bei mir bleiben wollen. Da haben Sie meine Hand. Ich mache nicht viel Umstände. Akkordieren Sie zugleich, wie oft Sie in einer Woche den Kartar haben will. Hier, Herr Frank, habe ich die Ehre, Ihnen meinen Mann aufzuführen. Willkommen, willkommen. Oh, nun habe ich ja schon eine Oper beisammen. Nur Einigkeit bitte ich, meine Kinder.
Über mich werden Sie deshalb nicht klagen können. Ich bin das beste Mädchen. Ich tue alles, was man will. Sagen Sie mir, wie viel hat Madame Herz Gage? So viel wie Sie. Das hätte ich wissen sollen. Sie glauben doch wohl nicht mehr zu verdienen als ich. Oh, Einigkeit. So müssen Sie mich wenigstens als erste Sängerin annehmen. Dagegen protestiere ich. Ich bin die erste Sängerin. Ich bin die erste Sängerin. Das glaube ich ja. Das glaube ich ja. Nach Ihrem Sinn. Lassen Sie sich doch bestreiten, ein, so lassen Sie sich doch bestreiten, sich doch bestreiten. Ich bin von keiner zu bereichen, das wird mir jeder zugestehen, was ich habe, mir ist gleich, und gebe Sinn. Was wollen Sie sich erst entrüsten, mit einem leeren vorzubrüsten. Ein jedes hat besonderen Wert. Was wollen Sie sich erst entrüsten, mit einem leeren vorzubrüsten? Was wollen Sie sich erst entrüsten, mit einem leeren vorzubrüsten? Wenn jedes Paar besonderen Künstler muss den anderen tadeln, es setzt die Kunst zu sehr heran.
Es lebe die Einigkeit. Was habe ich gehört, Herr Frank? Sie geben anderen 16 Taler und mir nur 12. Da wird nichts draus. Ich muss die höchste Gage haben, denn ich bin in allen Fächern zu brauchen. Gestehen Sie ihr's nur ein. Ich zahle ja so alles. Beruhigen Sie sich nur, Madame Pfeil. Sie sollen einen Separatkontrakt haben. So lasse ich's gelten. Was ist das? Dass ich gar keine Gesellschaft errichten will, wenn ich gleich anfangs so viel Hindernisse finde. Herr Frank, ich will der Kunst mein Interesse aufopfern. Ich will mich am Beifall schadlos halten. Ich auch. Daran wird mir es auch nicht fehlen. Nun, so wäre alles wieder in Ruhe, bis es wieder ausbricht. Herr Frank, ich wünsche Ihnen Glück zu Ihrer Gesellschaft. Ich fürchte nichts, als dass Sie lauter erste Aktrisen und erste Sängerinnen haben. Thank you.
der erste Besuch, das ist klar. Ich heiße Puff. Nur um ein O brauch ich den Namen zu verlängern, so heiß ich ohne Streit. Sieht man den Herren doch wohl an.